Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde, schön, dass ihr da seid. Wir kommen zu einem kleinen Dreierlei. Einmal nochmal kurz zum Patch, der morgen kommt. Dann, ich bin auch mal Legend geworden, ich wollte euch das Deck kurz zeigen. Und das Wichtigste, es wurde wahrscheinlich das Hearthstone-Miniset geleakt, oder zumindest also das Thema des Minisets. Spannende Geschichte, wir sehen uns ja, in wenigen Sekunden, bis gleich. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, wir machen ja gerade nicht hier ganz so viel auf YouTube, also beziehungsweise wir machen schon viel, aber nicht die längeren Videos. Wer es mitbekommen hat, Shorts, also ich arbeite stark daran, dass wir wirklich fast täglich einen Short produzieren. Aber vorneweg, wenn ihr daran kein Interesse habt, beziehungsweise euch das jetzt nicht groß interessiert oder so, ihr braucht keine Angst haben. Das hat nichts damit zu tun, dass deswegen hier weniger Videos kommen oder ich hier weniger von dem hier mache. Dass ich hier gerade wenig hiervon mache, hängt einfach davon ab, es gibt nichts. Es war gerade Winter, Weihnachts-, Neujahrspause, Blizzard hat halt nichts gepostet, es ist nichts passiert. Immer noch nicht wirklich. Und dann kommt noch hinzu, ich hätte natürlich einen Deckvorschlag machen können oder ich hätte ein Meta-Video machen können. Wenn man aber die Decks und die Meta halt absolut nicht mag, dann ist es vielleicht auch besser, man macht einfach nichts, als dass man schlechte Stimmung verbreitet oder so. Das möchte ich gerade hier auf YouTube eigentlich nicht tun, großartig. Von dem her, ja, gab es deswegen einfach wenig. Aber jetzt habe ich mal gedacht, es gibt auf jeden Fall ein paar Themen, über die wir mal in diesem Video quatschen können. Und wie gesagt, aber Shorts kommen als Bonus hinzu. Und da versuchen wir wesentlich, wesentlich mehr zu machen. Das wird auch bald ab Februar ein bisschen monetarisiert. Ist für mich als Fulltime-Streamer, der auf YouTube ja auch quasi das nur als Hobby macht, auch eine wichtige Sache. Das einmal zu dem Punkt. Ja, ansonsten, wir sind gestern Legend geworden. Wie gesagt, ich hab das ganz locker genommen. Mir persönlich wirklich ist völlig irrelevant, ob ich Legend werde oder nicht. Hauptsache, ich habe ein bisschen Spaß in Hearthstone. Und mit diesem Deck, wer den Stream guckt, weiß es. Ich spiele quasi Todesritter hoch und runter. Den einen oder anderen Zuschauer nervt es wahrscheinlich, aber ich kann es halt nicht ändern. Ich möchte weder Magier noch Priester noch irgendwas anderes im Moment spielen. Todesritter ist das Deck, womit man einigermaßen Spaß hat. Ich habe jetzt, glaube ich, mit diesem Deck hier irgendwie, keine Ahnung, 250 Games oder so in den letzten 3, 4 Wochen. Und ich meine, es ist ein langsames Control-Deck. Da 250 Games zu machen, das ist schon was. Also mit einem Aggro-Deck wäre das jetzt gar nicht so besonders, aber mit dem Deck hier weiß man, dass ich es viel gespielt habe. Der Code ist unten über Donkey. Ich hoffe, das funktioniert wieder über den Donkey-Link. Also wer das Deck haben will, kann es über Donkey nehmen. Ich wollte es nur einmal kurz zeigen. Ihr könnt ja auch pausieren hier oder so, wenn ihr es mal sehen wollt. Es geht noch, man kann immer noch Legend werden mit Todesritter. Ich hatte auch keine 11 Bonusstellen natürlich. Das Deck empfehle ich euch spaßtechnisch. Ich habe es auch tatsächlich selber gebaut, ist aber trotzdem nichts Besonderes. Es ist einfach ein ganz normales Control, 40 Karten Control-Deck. Das Besonderste, würde ich sagen, ist noch Lortemar. Ich denke, Lortemar ist wahrscheinlich eher greedy, wahrscheinlich auch eher unnötig. Das ist so eine Berono-unnötige Greed-Value-Karte, die man eigentlich nicht spielen sollte. Ich denke, das ist somit die einzige. Eventuell die Tatsache, dass ich Mutanus und Theodar spiele. Also ich denke, Mutanus und Theodar und Lortemar, das ist so ein bisschen der Berono-Touch im Sinne von sehr ziemlich greedy, wer das mag, aber wie gesagt, und Sola ist auch drin, ich denke auch das könnte man als greedy bezeichnen, Sola, Mutanus, also alle 4 Karten auf jeden Fall zusammen, ich denke das ist halt ziemlich greedy, aber so mag ich es halt, deswegen wird man einige Games verlieren, aber man hat ja auch hin und wieder mal ein langsames Matchup oder man kann es mal ausspielen, dann ist das auf jeden Fall ganz witzig, Deckcode wie gesagt in der Beschreibung. Okay, das kurz dazu als meine eine Deckempfehlung, was man für mich persönlich momentan noch spielen kann, als vernünftiges Deck. Ansonsten, gehen wir mal eben kurz. Wohin? Ins Battle.net? Ne, ins Battle.net nicht. Habe ich das jetzt weggemacht? Achso, wir müssen hier hin. Da. Ja, Patch, das ist jetzt auch nicht neu. Das Video hätte ich auch schon letzte Woche machen können, aber es ist halt nur Battlegrounds. Über Battlegrounds reden wir hier nicht groß. Ich wollte es jetzt einmal kurz gesagt haben, wenn ich eh schon so ein Video mache. Also es kommt morgen der Battlegrounds-Patch und ganz ehrlich, die Hoffnung ist ja immer noch, es kommen auch Nerfs bzw. Buffs für Standard. Dass sie die nicht angekündigt haben bisher, kann durchaus daran liegen, dass sie einfach den Fokus auf Battlegrounds lassen wollen. Ich meine, es ist ein Battlegrounds-Patch. Also es ist ein großer Battlegrounds-Patch. Natürlich wollen sie, dass Battlegrounds gehypt wird. Wenn sie jetzt den Battlegrounds-Patch ankündigen und sie direkt sagen, ach ja, und diese 15 Standardkarten werden genervt, dann kann es sein, dass der Fokus halt doch eher auf Standard geht und Battlegrounds untergeht in den Infos. Deswegen besteht für mich schon noch die Chance, dass sie heute eventuell noch surprise-mäßig ankündigen, morgen kommen auch Nerfs. Muss aber nicht. Das kann nur sein. Eventuell müssen wir auch noch eine Woche warten und wir kriegen erst nächste Woche einen Patch. Wer weiß es schon. Morgen ist auf jeden Fall der große, große, große Battlegrounds-Patch. Es geht die Season 3 los, es kommen neue Karten.
Es kommen Untote in Battlegrounds, es kommen die Double Tags in Battlegrounds, es gibt den solchen Typen als neuen Helden, den gab es glaube ich schon mal, aber der wurde glaube ich reworked. Wie gesagt, ihr könnt einen neuen Belohnungsweg wieder kaufen, wenn ihr das mögt, da gehe ich auch gar nicht groß drauf ein. Und es wurden jetzt ja auch Tag für Tag hier schon Karten revealed, letzte Woche, das ist aber auch eigentlich schon vorbei. Insofern, ja, es gibt auch Twitch-Drops vom 17., also von morgen bis zum 19. gibt es Twitch-Drops. Ich glaube auch überall, also auch bei mir, könnt ihr euch einen Battlegrounds-Skin holen, wenn ihr mich guckt. Vom 17., 19., also von morgen 19 Uhr bis zum 24., also eine ganze Woche, gibt es diesen, wenn ihr eine Stunde guckt, diesen Twitch-Drop, also das ist ziemlich simpel, würde ich sagen. Aber ja, kann man ja machen, ne? Genau, also das hier nur kurz zu dem Patch, den es morgen gibt. Und wie gesagt, es könnte noch Standard-Nerfs da auch reinkommen. Ich halte es nicht für komplett unwahrscheinlich. Und wenn es das tun sollte, dann natürlich sehen wir uns hier und natürlich besprechen wir das dann ausführlich. Genau. Aber jetzt kommen wir, würde ich sagen, zum interessantesten Thema, was wir heute noch besprechen können, nämlich der gute Imig. Immer auf Twitter dafür bekannt. Achso, jetzt habe ich ja. Seht ihr Leute, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ich komme hier gerade schon gar nicht mehr klar. Wo bin ich jetzt hin? Da. Er hat auf Twitter wieder mal hier ein paar Leaks gepostet, beziehungsweise, was heißt Leaks? Ich glaube, es war, die durften das machen oder so. Ich glaube nämlich nicht, also irgendwelche Artisten, also nicht Artisten, Artwork, wie nennt man die denn? Künstler? Ich nenne es mal auf Künstler. Also irgendwelche Künstler von Hearthstone haben ihre Artworks gepostet fürs Miniset. Also vom kommenden Miniset, haben sie schon mal so gesagt. Das hat Amy gepostet, da gibt es jetzt hier auch diesen Reddit-Thread. Ja, und ich meine, guckt euch die Bilder an. Es sieht schon sehr nach Hearthstone-Art aus. Es sieht sehr nach offiziellem Art aus. Und ich meine, guckt euch das Bild an. Guckt euch die Farbe an. Guckt euch die Wände an. Guckt euch den hier an. Den kennen, glaube ich, die meisten. Wer WoW gespielt hat, der Heigendance. Ja, guckt euch zumindest auch hier die Farben an. Der Charakter sagt einem jetzt hier nichts. Ja, das ist Naxxramas. Das ist ganz klar Naxxramas. Und ich meine, das würde ja auch passen. Ich meine, natürlich hatten wir Nax schon, also es gab schon Nax, aber es war das allererste Add-on. Also das könnte man natürlich nach 8 Jahren nochmal wiederholen. Und Naxxramas passt natürlich zum Lich King und zur Geißel passt Naxxramas natürlich. Also ein Miniset im Thema der Geißel könnte natürlich unfassbar passen. Heigen wäre da mit Sicherheit eine Legendary. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Heigen anders verballern, wenn es ihn wirklich geben sollte. Ja, sehr spannend. Also, es könnte sein, Miniset geht Richtung Naxxramas, würde ich für nicht schwachsinnig halten. Guckt es euch an hier. Und es wurde wohl auch schon ein Artwork gepostet von überarbeiteten, markanten Karten. Guckt euch den hier an. Den habe ich nämlich im Deck. Ja, diese Karte habe ich in meinem Todesradeck, nämlich Mograin in Markant, aber natürlich ohne Farbe. Jetzt stellt euch mal Mograin in Markant vor, mit der Farbe, ein bisschen leuchtend, ein bisschen vielleicht leuchtend, und dann eventuell noch dieser Schriftzug in der Mitte weg. Also das ist die markante Karte. Ein bisschen leuchten, Schriftzug in der Mitte weg. Wenn es in die Richtung geht und wenn sie wirklich die alten markanten Karten noch überarbeiten sollten, dann wäre das natürlich super sexy. Ja, coole Sache, ne? Also Miniset Naxxramas hätte ich nichts gegen. Würde ja auch passen. Am Ende kommt es auf die Karten an. Und ja, Artwork-technisch, dass sie die markanten Karten nochmal überarbeiten. Vielleicht jetzt sogar die alten. Das wäre natürlich mega. Würde ich mich freuen. Ja, und der sieht auf jeden Fall Fliege. Total cool aus. Ja, was haltet ihr davon? Was haltet ihr von all dem ganzen Infopaket? Wir warten auf die Nerfs. Wir werden die Nerfs besprechen. Wir werden uns dann hier sehen. Oder natürlich weiterhin fast täglich auf Twitch. Da bin ich nämlich noch, auch wenn ich doch da die eine oder andere Stunde weniger streame im Moment. Ja, weil so viel Hearthstone kann ich mir einfach nicht geben. Hier und da spielen wir ja mal WoW. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Ich freue mich. Bleibt gesund, bleibt friedlich. Danke fürs Anschauen. Bis bald. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, du wurdest gut unterhalten, informiert und im Bestfall natürlich beides. Das Schönste wäre, wenn wir uns natürlich zum nächsten Video wiedersehen. Um das zu gewährleisten, am besten den Abo-Button drücken, der jetzt hier erscheinen müsste. Und zusätzlich unterstützt du damit natürlich auch noch diesen Kanal und gibst mir ganz viel Motivation, dass ich hier noch lange, lange weitermache und unsere kleine Familie hier noch wächst und wächst. Social Media habe ich auch, Twitter, Instagram, darf gerne auch vorbeigeschaut werden und würde ich mich freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bleibt gesund,
bis zum nächsten Video hier auf YouTube oder zum nächsten Twitch-Stream auf Twitch. Ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie sehen und ja, bis dann, Freunde.